Die Paraniden waren schon immer geschickt im Konstruieren guter Kampfschiffe. Sie verfügen über die besten Kampfeigenschaften aller Flotten im X-Universum. Leider verfügen ihre Entwickler nur über wenig Vorstellungskraft und so bieten die Schiffe nur die nötigste Ausstattung. Auf Komfort wird zugunsten praktischer Extras verzichtet. Wenn sie jedoch nach einem Schiff suchen, das auch nach einem schweren Gefecht noch intakt ist, wäre ein paranitisches Schiff eine hervorragende Wahl. Hört sich für mich so ein wenig nach den Klingonen an. Genauso wie man die Teladi ganz gut mit den Ferengi vergleichen könnte, wenn man denn ein Trekkie ist, was ich ansatzweise bin. So, der Schockwellengenerator und der Splitterbombenwerfer wurden von paranidischen Forschern entwickelt. Beide Waffen bieten ein breit gestreutes Schussfeld, ein breiter gestreutes Schussfeld als ein Standardlaser. Also die Waffen sind vor allem recht gut geeignet, wenn man später sehr große Schiffe hat und mit den kleinen Angriffsfliegern, wie unser Discoverer hier oder etwas schwerere Bomber, wenn man von denen umzingelt wird und mit den großen Kanonen, denen die nicht erwischt, dann benutzt man halt so eine Flak-Artillerien oder andere Flächenschadenwaffen wie die beiden hier. Während die letzten Rezessionen mussten die Paraniden ihre Pläne der Partikelbeschleunigerkanone an andere Völker verkaufen. Böse Zungen behaupten, dass diese Rezession durch die kleinen Frachträume der paranidischen Schiffe verursacht wurde. Der Verkauf der Pläne aller zukünftigen Waffen wurde vom paranidischen Geheimdienst verboten. Also sie haben einmal kurz ein geheimes Preis gegeben, weil sie das Geld brauchten, aber versuchen das halt zu vermeiden. Ja, recht eigenbrötlerisch, aber so soll es halt sein. Hier werden noch aufgelistet, welche Kernwelten sie haben. Da waren wir ja gerade hier, Paranid Prime und Priesterringe, deren ganzen Grenzwelten, das sind auch ein paar, und welche waren bei denen illegal sind. So ziemlich die gleichen wie bei den Argonen auch. Das unterscheidet sich aber auch von Volk zu Volk. Wenn man zum Beispiel bei den Teladi ist, die ein wenig nordöstlich auf der Weltraumkarte von uns sind, also von den Argonen, da sind jede Menge Waren erlaubt, die bei den anderen Völkern verboten sind. So, Titel. Wir sind ein unheiliger Nomade. Nomade klingt schon einigermaßen neutral und dann kommt schon Freund. Na, okay, also brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Ansehen, um hier Handel zu treiben. Das ist doch auch schon mal gut. Und ich sehe da hinten noch ein Tor. Autopilot deaktiviert. Sehr schön, darauf halten wir nochmal zu. Oh, und die Station, da nehmen wir auch nochmal mit. So, also haben wir hier in der Zone 1, 2, 3, 4, 5 Waffenfabriken. Auch nicht schlecht. So, das decke ich noch kurz auf. Und dann gucke ich mal in den Süden des Sektors, ob da noch irgendwas ist. Aber wegen dem doofen Nebel kann ich ja fast nichts erkennen. Oh, was haben wir hier? Der Erztransporter meckert. Erz. Kommando, Handel, Verkauf zum besten Preis, Erz, 4 Sektoren. So. Alle anderen haben zu tun. Was macht unser Sektorhändler? Hat inzwischen einen ganzen Laderaum voller Energiezellen. Und versucht den wohl gerade zu verkaufen. Bist du schon mal aufgestiegen? Nein, bist du nicht. Ah, das wird eine Weile dauern. Aber gut, das könnte ich dann theoretisch auch zwischen dieser und nächster Phase machen. Oh, wir sind treuer Verbündeter geworden. Wahrscheinlich von den Argonen. Argonen, treuer Verbündeter. Ah, schöne Sache. So, da haben wir noch das Südtor. Aber ja, was ich gerade sagen wollte. In dieser Phase haben wir jetzt ja gezeigt, wie man die Sektorenhändler aufstellt. Wir warten jetzt noch ein wenig, bis unser Sektorhändler die Stufe 8 erreicht hat. Dann erstelle ich den Universumshändler, was wirklich kein großer Unterschied ist. Ist einfach nur ein Klick und den Rest macht er selber. Und dann wollte ich ja noch ein bisschen erforschen. Wenn das soweit abgeschlossen ist, also ich den Paranidenraum hier abgedeckt habe und eventuell noch oben die Baronen, dann mache ich wieder eine ganze Weile off-camera, bis ich genug Credits habe, um noch ein, zwei Universumshändler zu kaufen, um alle unsere bisherigen normalen Merkuren mit Sprungantrieb auszurüsten, damit die dann später unsere Stationen beliefern und die Waren verkaufen. Weil ich will die normalen Merkuren nicht zu Sektor- oder Universumshändlern machen. Dazu haben sie in meinen Augen einfach zu wenig Schilde. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in Herzogs Reich. Das ist immer noch ein zentraler Sektor. Oh, und ich habe vergessen, in den Ring einen Satelliten abzuschmeißen. Das müssen wir noch nachholen.
Zurück, zurück, zurück. Aber ja, wenn dann diese Phase abgeschlossen ist und wir mit der nächsten anfangen, dann haben wir hoffentlich auch langsam genug Credits, um mit dem Spiel so richtig anzufangen. Denn bisher haben wir uns ja nur immer etwas weiterentwickelt, was die Credits angeht. Aber so wirklich was Imposantes Neues haben wir noch gar nicht geschaffen. Das ist in meinen Augen dann später, wenn wir die richtigen ersten Produktionskomplexe am Laufen haben. Das wird dann schon ein wenig komplizierter, dass man einstellt, wer was kauft und wer was verkauft und auch die eigenen Schiffe dann ausrüstet, das wird schon interessanter. So, Navigationssatellit, du raus, okay. Und dann können wir auch anfangen mit ein paar kleinen Spielereien. Also wir können versuchen, die ersten Missionen zu erfüllen. Dafür müssen wir uns aber ein recht schnelles Schiff mit sehr viel Laderaum und Lebenserhaltungssystem und allem anderen möglichen Schnickschnack noch kaufen. Und dann kann ich euch zeigen, wie die so funktionieren. Auch wenn die am Anfang noch nicht so viel Geld geben, da wir halt noch nicht so einen hohen Rang haben. Aber das ändert sich vielleicht bis dahin auch. So, das hier ist immer noch ein Kernsektor. Also können wir immer noch keinen Handel treiben. Nee, das ist echt ärgerlich. Aber na gut. So, was haben wir da? Eine Soy-Farm. Das ist deren Nahrung. Die mögen keine Kahuna-Fleischblöcke wie Diagonen. Was zur Hölle ist das? Achso, ist eine Werbeplattform. Geil. Da hinten haben wir noch eine Station. Was bist du? Ich brauche unbedingt einen Triplex-Scanner. Ja, noch eine Nahrungsproduktion. Das ist dann wohl deren Essenssektor. Da oben ist noch eine, die nehmen wir wahrscheinlich auch mit. Dich da will ich auch noch abdecken. Nicht, dass ich später alle Sektoren nochmal abfliegen muss. Das mache ich lieber alles auf einmal, wenn ich schon mal hier bin. So, ich sehe nirgendwo in der Ferne mehr eine Station. Wir haben hier nur einen Ostausgang und den Westausgang. Da sollte ich vielleicht erst durchgucken. Den Westausgang. Auch wenn das höchstwahrscheinlich auch wieder ein Kernsektor ist, weil er von zwei anderen Kernsektoren quasi eingeschlossen wird. So, hier schmeißen wir jetzt auch noch einen Satelliten ab und danach haben wir nur noch einen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, im Notfall decken wir die Sektoren einfach so erstmal auf und stellen später Satelliten rein. Komm schon, durch da. Erreiche System, imperialer Grenzbereich. Wow, das sieht doch imposant aus. Ein militärischer Außenposten. Da dürfen wir garantiert nicht docken. Nee. Und ist ebenfalls ein zentraler Sektor. Eingehende Nachricht. No, was willst denn du? Boah, sind das viele Schiffe. Das sind alles Kampfschiffe. Notiz an selbst. Nicht in Paraliden anlegen. So, was haben wir hier? Der Siliziumtransporter meckert. Okay. Du hast vollen Frachtraum. Also willst du verkaufen. Siliziumscheiben 6. Erz, du bist leer. Dann kaufe zum besten Preis, aber nicht hier oben, wie du sonst gewohnt warst, sondern hier unten. Erz, maximale Sprungreichweite 0. Er soll nur in dieser Zone einkaufen. Eingehende Nachricht. Das will er wohl nicht. Man, wir dürfen da gar keinen Handel treiben? Das glaube ich doch nicht. Nicht mehr in so einer Grenzwelt. Nee, komm, das glaube ich nicht. Wir bremsen mal kurz ab. Gucken, wie viel Geld wir haben. Vielleicht können wir uns einen Sprungantrieb leisten. Ja, könnten wir. Okay, unseren Erztransporter starten wir jetzt auch mal mit einem Sprungantrieb aus. Das heißt, du bist gerade in Argon Prime. Dann flieg doch bitte mal Heimat des Lichts zum Terracorp HQ.
Kauft er da einen Sprungantrieb, fliegt dann ein Sektor südlich in den Erzgürtel, kauft da deine Energiezellen und springt dann runter zu den Minen des Imperators. Und dann gucken wir, ob er da Handel betreiben kann. Wenn ja, wäre es recht praktisch, weil dann könnt ihr den Sprungantrieb benutzen, um von den Minen des Imperators immer irgendwo in den agonischen Raum zu springen, um da seine Waren loszuwerden. Dann wieder zurückzuspringen, um neues Erz zu holen. Und so kriegen wir dann halt nach und nach mehr Ansehen bei den Paraniden. Aber ja, das dauert alles eine Zeit. Oh, ich sollte erst mal beschleunigen. So, den Nordausgang haben wir auch freigedeckt. Oh, jede Menge Sonnenkraftwerke. Ja, das ist eine schöne Zone. Gucken wir nochmal da hinten hin. Autopilot deaktiviert. Ist das da eine Fabrik? Ja, das ist eine Fabrik auf jeden Fall. Aber das da ist, glaube ich, ein Schiff. Raumschmiede. Beta. Eine Raumschmiede? Ja, es ist definitiv ein Raumschiff. Paranid Arena. Oh, das ist doch kein Kampfschiff. Eine Arena ist, glaube ich, sowas ähnliches wie ein Casino. Gucken wir mal. 6 200 Megajoule-Schilde. Und er hat doch Waffen, aber nicht so viele wie normaler Titan. Okay. Raumschmiede. Produktionskomplex schwere Waffen. Noch mehr Waffenfabriken. Ja, sehr schön. Sobald wir genug Ansehen haben, können wir hier gut Profit machen. Und ja, in mir drin ist auch ein halber Ferengi. Oder Zwerg, je nachdem, ob Science Fiction oder Fantasy. So, ich wollte aber nochmal nach da unten gucken, ob sich da irgendwas versteckt. Das da ist nur ein Flare-Effekt. Autopilot deaktiviert. Nö, ich sehe in dem Bereich. Ah doch, da hinten. Säuerei, Beta. Da ist noch eine. Ganz schön weit abseits. Aber gut. Dafür haben wir so einen schnellen Flitzer. Auch wenn er noch nicht so schnell ist, wie wir ihn hätten haben können. Ich guck mal ganz kurz, was seine Maximalgeschwindigkeit ist. 346. So, was für eine Nachricht haben wir hier? Der Energietransporter kann nicht einkaufen. Wie teuer ist es denn gerade? 18. Nee, für 18 kaufst du bitte auch nicht ein. Du kaufst ein zum besten Preis. Und zwar 6, damit du auch zum Energiezirkulum kommst. Ah, will er aber gar nicht. Er nimmt den anderen in dem Sektor. Ah, okay. So, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Dann fliegen wir nochmal durch das Tor. Und dann gleich durch das nächste Tor. Das heißt, ich kann auch sofort hier, also ich bin jetzt in dem Sektor, klicke aber in dem Sektor schon mal auf das östliche Tor. Das heißt, der Autopilot fliegt jetzt durch den anderen Sektor durch, also durch diesen Sektor durch den anderen Sektor durch und springt dann durch das Sprungtor. Der einzige Haken dabei ist, dass der Sinzar ausgeht, sobald man den Sektor verlässt. Das heißt, man kann nicht fürs halbe Universum fliegen, indem man AFK geht und vorher Sinzar anschmeißt. Das wäre wahrscheinlich zu praktisch. Auch wenn es bestimmt dafür wieder irgendein Skript gibt, weil es für fast alles ein Skript gibt. Aber wir wollen das Spiel ja Vanille halten. So, Autopilot ist wieder an. Sinza schmeißen wir auch noch an. Und nebenbei machen wir meine Besitztümerliste. Denn jede Menge Leute haben nichts zu tun. Sinza aus. Energietransporter. Du verkaufst bitte zum besten Preis. Energiezellen. Kommando akzeptiert. 6. Unser Siliziumtransporter ist leer. Das ging ja schnell. Du kaufst bitte neues Silizium. Na, hier ist keine Siliziumfabrik. Hier ist eine. So. Kommando akzeptiert. Und unser Erztransporter ist im Terracorp HQ. Sehr schön. Haben wir immer noch genug Credits? Inzwischen haben wir 400.000. Das reicht auf jeden Fall. Das heißt, du handelst und kaufst bitte einen Sprungantrieb. Sprungantrieb installiert. Handelssoftware MK3 für den normalen Merkur, ja oder nein? Nee, komm, das lassen wir. Vorerst. So, dein nächster Auftrag. Erstmal müssen wir jetzt in den Optionen, nee, im Kommando wieder einstellen, dass du überhaupt den Sprungantrieb benutzt. Autosprung, ja. Und du hättest gerne für 50 Sprünge mindestens Treibstoff. Also Energiezellen.
raus. Und nochmal zu dir. Kommando, Kommandokonsole. Du sollst bitte docken an Erzgürtel Sonnenkraftwerk, um da seine Energiezellen zu bekommen. So, jetzt können wir aber hier durchfliegen. Habe ich eigentlich in dem Sektor ganz in der Ecke einen Satelliten abgeschmissen? Ich glaube, habe ich vergessen. Autopilot deaktiviert. Ja, Mist. Na gut, aber das können wir ja einmal auch machen. So, sind wir jetzt endlich wieder in einem Sektor, wo wir Handel treiben können. Komma. Äußere Sektoren. Ja, sehr schön. Produktionskomplex. Leichtproduktionskomplex. Ungelenkte Raketen. Paranid-Ausrüstungsdock. Ah, ein Ausrüstungsdock. Sehr schön. Habt ihr vielleicht Navigationssatelliten? Nein, ihr habt nur Waffen, weil ihr Paraniden seid. Okay. Wir könnten hier unsere Geschwindigkeit noch ein wenig erhöhen. Und wir könnten ein 5 Megajoule Shield kaufen. Passt der hier rein? Momentan haben wir 2 1 Megajoule Shielde. Wir können maximal... Oh. Wir können nur 3 1 Megajoule Shielde installieren. Schade. Aber gut. Ist halt nur ein Aufklärer und kein richtiger Kampfflieger. Das kommt erst ein bisschen später. Also selbst wenn ich in Pazifisten spiele, sitze ich trotzdem meist ganz gerne an einem etwas stabileren Flieger. Sowas wie das da oben zum Beispiel. Aber ja, das ist viel zu teuer. Jetzt kaufen wir erstmal... Ruderoptimierung für 25.000 Credits. Triebwerkstuning für 26.000 Credits. Laderaumerweiterung. Mal gucken, wie teuer das wird. Da wir nicht so viel Laderaum haben, ist diese exponentielle Kurve auch nicht so extrem teuer. 18.000. Ja, okay, komm, das leisten wir uns. Boosterweiterung holen wir uns auch mal, um noch schneller starten zu können. Und ein Mineralienscanner, den holen wir auch mal. Den Kollektor könnten wir gar nicht kaufen, weil dafür braucht man XL. Frachtraum. Den haben nur die Transporter. Das heißt, man kann nicht mit so einem kleinen Flieger jetzt losgehen und ein, zwei Brocken Erz einladen. Das geht gar nicht erst. So, und den Mineralienscanner habe ich geholt, damit wir später unsere ersten eigenen Stationen aufsetzen können. Denn ich habe mir überlegt, wir machen vielleicht doch als allererste Mine eine Siliziummine. Denn sowohl oben im Argonbereich als auch hier im Paranidensektor habe ich nicht... Ah doch, hier sind 2. Aber oben im Argonensektor sind nicht so viele Siliziumminen. Das heißt, da könnten wir so eine kleine Marktnische versuchen zu finden. Alternativ können wir Essensproduktion machen. Also wir würden dann eine Farm kaufen, die Fleisch produziert und Energiezellen braucht. Und eine Schlachterei, also Kahuna Bakery nennt sich die, die das Fleisch, was wir vorher produziert haben, braucht und ebenfalls Energiezellen. Das könnten wir dann zu einem Komplex vereinigen. Denn teilen die sich die Ressourcen und transportieren sofort das Fleisch zu der Bakery, damit sofort das Endprodukt entsteht. Das heißt, man braucht keine Schiffe mehr, die hin und her fliegen. Dazu müssen die Stationen relativ nah beieinander sein. Aber ja, das wäre eine gute Alternative. Dann bräuchten wir nur ein Schiff, das dann immer wieder Energiezellen anliefert und ein anderes Schiff, das dann das Fleisch verkauft. Dafür könnten wir dann unsere normalen Merkuren zum Beispiel benutzen.